Demonstration gegen Juden. Unter dieser Überschrift erscheint in der Lüner Zeitung vom 10. November 1938 eine kleine Notiz. Hinter den harmlosen Zeilen verbirgt sich eines der schlimmsten Kapitel der Lüner Stadtgeschichte. Gegen 1 Uhr nachts werden von einer Menge teils vermummter Personen die Fensterscheiben der Synagoge eingeschlagen. Der Schulraum und der Betsaal werden verwüstet. Die zertrümmerten Einrichtungsgegenstände werden auf den nahegelegenen alten Markt gebracht, mit Benzin übergossen und angezündet. Inzwischen waren da 100 bis 200 Personen versammelt. Viele hatten sich vermummt und trugen Räuberzivil. Einige waren betrunken. Sie sind um das Feuer herumgetanzt und haben jüdische Zeremonien nachgeahmt.